Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weitersagen, was du getan hast. Hier spricht Benjamin Skupski aus Grünstadt. Guten Tag. Asaf ringt mit sich und seinem Glauben, denn er sieht die Menschen um sich rum, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denen es so gut geht, die gesund und sorgenfrei durchs Leben gehen und scheinbar auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Fast verzweifelte er bis er in den Tempel ging. Dort passierte etwas mit ihm. Er begegnete Gott und gewann eine neue Perspektive auf seine Situation. Daraus wuchs eine tiefere Erkenntnis. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Wenn ich ehrlich bin, dann fehlt mir auch viel zu oft die richtige Perspektive. Vielleicht kennen Sie ähnliche Gedanken und Situationen. Ich ärgere mich über Leute, über Dinge, die ich mir anders vorgestellt habe und versäume es mir, von Gott eine neue Perspektive schenken zu lassen. Aber wie kann das konkret aussehen? Zwei Gedanken können uns dabei helfen. Erstens, Begegnung mit Gott. Für die Menschen damals war der Tempel der ultimative Ort der Gottesbegegnung. Aber Gott ist nicht auf einen Ort oder eine bestimmte Situation beschränkt. Im Neuen und Alten Testament spricht Gott: Wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Egal ob auf einem Spaziergang in der Natur, in der Begegnung mit einem lieben Menschen, durch den Gottesdienst oder beim Lesen der Bibel. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben, dir seine Perspektive zeigen. Ein zweiter Gedanke. Aus der Begegnung zu Gott verändern sich meine Beziehungen. Gott sieht mich und meine Mitmenschen mit unglaublicher Liebe und Barmherzigkeit. Schaue ich ins Neue Testament und sehe mir Jesu Leben an, dann kann ich nur staunen über die große Liebe, mit der Jesus den Menschen begegnet. Sieht er uns Menschen an, sieht er nicht unsere Fehler oder Versagen, sondern er sieht seine bedingungslos geliebten Geschöpfe. Machen wir uns bewusst, dass unser Gegenüber und auch ich vollkommen geliebt und angenommen sind von Gott. So beeinflusst das, wie wir einander begegnen. Gott nahe zu sein ist unser Glück, vor allem dann, wenn es um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Wir beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns annimmst und jedem Einzelnen von uns heute begegnen möchtest. Hilf uns, aus der Nähe zu dir heraus unsere Mitmenschen mit deiner Liebe zu sehen, sie anzunehmen und einander Gutes zu tun. Danke, dass deine Gnade und Güte kein Ende haben und jeden Tag neu sind. Wir wünschen uns, dass deine bedingungslose Liebe unser tägliches Miteinander prägt und verändert. Amen. Bleib unter dem Segen Gottes, heute und jeden Tag. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.